Wir haben ja heute nicht unbedingt das beste Wiesenwetter erwischt, aber so ein großer Wiesenfan, dass es dich trotzdem rauszieht? Ich sag mal so, ich muss ja nur von Taxi ins Zelt laufen, danach bin ich ja wieder trocken. Also ich bin ja nicht einer, der draußen rumläuft und weiß nicht, ob ich es überhaupt machen würde, aber wir haben ja dann immer schöne Einladungen, beziehungsweise holen wir uns dann auch unter uns unsere Tische und so sitzt man ja eh immer im Zelt und ob es da schneit oder sonst was macht, ist uns ja dann eigentlich egal. Also in diesem Fall nicht aufs Wiesenwetter angewiesen? Nein. Ansonsten grundsätzlich ein Wiesengänger, der immer gern rausgeht, auch Fahrgeschäfte fährt, gerne draußen isst und trinkt? Nee, also ich bin eher der Zeltsitzer. Ja? Also ich gehe jetzt nicht auch jeden Tag, sondern wenn dann, ja, keine Ahnung, während der Wiese vielleicht 2, 3, 4 Mal. Und dann sitze ich halt wirklich meistens eher nur im Zelt, in Anführungszeichen, und genieße da die Zeit mit meinen Freunden. Ist ja auch meistens das Schönste. Als Mann muss man ja auch immer fesch angezogen sein. Sven Hannawald, weiß man, der ist ja meistens sehr gut angezogen. Gibt es dann da mehrere Outfits für die Wiesen oder muss dann öfter mal die gleiche Lederhosen herhalten? Also im ersten Jahr fiel die Wahl nicht so schwer, weil da hatte ich nur ein Outfit. Mittlerweile habe ich jetzt ein paar mehr. Und deswegen bin ich natürlich schon immer ein bisschen am Rätseln. Aber am Ende habe ich noch keinen gesehen, der wirklich schlechte Sachen angehabt hat. Also so eine Wiesentracht oder was ist allgemein immer irgendwo geht in eine Richtung. Und die passt dann auch meistens zu den Wiesen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, wenig falsch machen. Wie ist denn so das perfekte Wiesen-Outfit? Auch vielleicht für die Frau? Ach, perfekt gibt's nicht. Man soll irgendwas anziehen, was gut aussieht und fertig aus.